Ach, was soll ich bloß machen als nächstes Video? Vielleicht ein Let's Play? Nee. Ich glaube, für Let's Play habe ich gerade nicht so viel Bock. Angespült? Ah, nee, auch nicht. Wer bin ich? Nee, gerade gar nicht. Ich habe eine coole Idee. Steam Keys. Ich hole mir einen Steam Key und schaue, ob ein Spiel rauskommt und mache darüber ein Video. Das wäre doch eine Idee. Das ist ja nicht mal so eine schlechte Idee, würde ich sagen. Glaube, das machen wir mal. Ihr habt nichts gesehen, nur dass das klar ist, okay? So Leute, wie ihr jetzt im Intro gesagt bekommen habt, spielen wir heute ein random Tierspiel. Was? Spin Rush habe ich rausbekommen. Dann legen wir gleich los. Worum geht es im Spiel? Geht es, glaube ich, einfach nur darum, dass man das so halt machen muss. Die Farben hier so direkt bekommen. Ja, moin, weiter geht's. Digga, ich bin zu schlecht. So. So. Digga, nee, oder? Ich hab ein neues Level aber. Das ist wichtig, neues Level. Ich hoffe nur, dass ich einen Corporate-Track durchbekomme. Wie soll man da reagieren? Wie? Ach, Digga, komm nie, oder? Digga, komm, ich will noch zwei Zukunft. Und dann sage ich euch was dazu. Ach, komm. Ja? Ich schaue noch wegen anderen Steam Keys und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis Leute, bis dann. So, Freunde, wir sind jetzt beim zweiten Random Key Game. Und zwar Two Worlds Epic Edition. Egal, ich glaube, ich krieg so ein Corporate Strike für Musik, aber egal, geh rein. Neues Spiel. Ja. Man merkt, das ist ein älteres Spiel, weil ich habe auch nur ein 4x5 Bildschirm oder so. Nein. Wie öffne ich dieses Tor? Was? Ah, Leertaste. Gut, dass du mir das sagst. Oh, weg mit dir! Hallo? Mal sehen, ob ich das aufkriege. Ui, Truhe. So. Warum komme ich hier nicht raus? Das verstehe ich auch noch nicht. Okay. So. Mach doch die Tür auf! Hä? So muss ich da raus. So. Auf in die Natur! Kann ich sprinten auch? Hallo? Hallo? Da. Was suchst du auch hier? Ich sagte doch, dass ich dich nicht mehr brauche. Der Dorfälteste schickt mich mit einer Belohnung. Nur für den Fall, dass du nicht ins Dorf zurückkommst. Unsinn, warum sollte ich nicht zurückkommen? Kurz nachdem du weg warst, bekamen wir merkwürdigen Besuch. Sie haben nach dir gefragt.
Wie hat der Besuch ausgesehen? Es waren Krieger. Keine sehr angenehmen Zeitgenossen. Einer von ihnen ist immer noch da und wartet auf deine Rückkehr. Und ihr habt gedacht, ich würde mich nicht zurücktrauen? Warum habt ihr nicht einfach gewartet, ob ich das Gold abhole? Ich verstehe nicht ganz. Da, wo ich herkomme, zahlen die Leute nur, wenn man sie dazu zwingt. Wir sind hier in Talmond. Wir schätzen gute Arbeit. Ich muss wohl noch eine Menge lernen über diese Gegend. Wirst du mit mir zurückgehen? Aber dieser Mann... Ich habe ihn bereits erwartet. Ein Freund von dir? Nein. Er hat etwas, wonach ich schon lange suche. Sag mir, wo ich ihn finde. Im südlichen Teil des Ortes. Wir haben ihm eine bessere Bleibe angeboten, aber er hat abgelehnt. Du kannst ihn nicht verfehlen. Mit 10 Metern über 1000. Die Gelden, die Macht in Talmond übernommen hat, das war vor 5 Jahren, sind schlimme Zeiten angebrochen. Die Siedlungen sind alle sich selbst überlassen. Habt ihr mich deswegen beauftragt, statt die Soldaten zu rufen? Ebrads Gelden kümmert sich nur um die Rebellen. Auf ihn und seine Leute können wir lange warten. Mir ist aufgefallen, dass es keine Straßenpatrouillen gibt. Das liegt daran, dass sie Angst vor den Rebellen haben. Ulta Karga will die Macht zurück und sein Karga-Clan hat hier in den Bergen viel Rückhalt. Habt ihr auch Ärger von dem Ost? Habe ich hier noch nie gesehen. Uns machen die Groms und die Banditen zu schaffen. Dabei sind die größten Banditen die Leute von Lord Skelden. Wenn sie dich verdächtigen, die Rebellen zu unterstützen, lassen sie dich in den Minen schuften. Wer sind die Rebellen? Ulta Karga hatte früher die Macht in Talmond. Aber ein königlicher Erlass hat ihn gezwungen, die Macht an Haus Skelden abzugeben. Das war vor 5 Jahren. Wir dachten zunächst, der Karga-Clan würde Talmond verlassen. Aber dann waren sie zurück. Und mit ihnen das Gerücht, dass Lord Skelden das Königreich in Katalon an sich reißen will. Ist an dem Gerücht was dran? Woher sollen wir einfachen Leute das wissen? Aber wundern wird es mich nicht. Ebrad Skelden hat sich mehr als einmal als skrupelloser Herrscher erwiesen. Okay, wir müssen... So. Gehen wir mal das Maulhorn da vorne. Rennen sie ab! Huhu! Lauf! Flucht! Lauf! Digga, ich möge mich auch nicht! Helfet mir! Dankeschön! Unser Typ. Mein Laden ist an die Bruderschaft angeschlossen. Wenn du Mitglied bist in der Kriegergilde, gibt's Ermäßigung. Ah ne, das wollte ich nicht. So. Mein Laden ist an die Bruderschaft Laufen die Schiffe gut? Große Nachfrage an meinen Waren. Die Bruderschaft hat viel Gold und sucht Qualität, also läuft alles gut bei mir. Wiedersehen. Du? Das ist wahrscheinlich du hier. Komm bloß nicht näher. Ich warne dich. Ich will keinen Ärger. Oh, tut mir leid. Ich dachte, du wärst einer dieser Halunken. Was für Halunken? Letzte Woche sind 3 Kerle in mein Haus eingebrochen. Sie haben mir ein lächerliches Goldstück für meinen Hof angeboten. Und sagten, ich müsse hier raus. Und was ist dann passiert? Ich habe ihnen gesagt, sie können sich ihr Gold sonst wo hinstecken. Dann haben sie mir die Rippen gebrochen und mir ein paar Tage Bedenkzeit gegeben. Wenn du mir die Kerle vom Leibe hältst, dann gebe ich dir eins meiner Pferde. Was ist, wer ist eigentlich für den Schutz der Stadt? Ich weiß, was du sagen willst. Die Leute von Haus Skelden tun immer so, als würden sie sich um Recht und Ordnung kümmern.
Aber das stimmt nur, wenn sie ihren eigenen Vorteil sehen. Was ist mit der Bruderschaft? Haben die kein Interesse daran, ihre Zulieferer zu schützen? Du züchtest doch Pferde für sie. Meine Pferde sind zwar gut, aber nicht reinrassig. Ich kann froh sein, wenn die Gilde regelmäßig zahlt. Muss weit. So. Aber ich würde hiermit auch sagen, dass es das war mit der Folge heute. Also mit dem Video. Und ich würde sagen, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Schreibt gerne Kommentare, wie ihr das findet mit dem Random Keys und so. Sagen dann bis dann, Leute. Ciao, ciao.